Hey, I'm Leo. Hey, I'm Steph. And welcome to our crib. Willkommen zu einem neuen Video von Leo und Steph. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir ein Video für euch, was ihr schon sehr, sehr, sehr lange anfragt. Unsere Roomtour. Genau, wir stehen hier in unserem 400 Quadratmeter großen Penthouse. Wir stehen in unseren eigenen vier Wänden. Das ist meine erste eigene Wohnung. Meine auch. Also, auf jeden Fall. Genau. Wir zeigen euch heute alles, was ihr sehen wollt. Oder was ihr auch nicht sehen wollt. Jetzt gerade stehen wir in unserem Flur. Ja. Und der ist, wie ihr seht, schon mal ziemlich groß. Ist einiges zu sehen. Zum Beispiel diesen Teppich. Badum. Den Teppich haben wir von Amazon, der hat ungefähr 20 Euro gekostet. Mhm. Das war ein Schnapper. Dann haben wir die Lampe. Darf ich die bitte mal zeigen, weil ich finde die so sehr toll. Und ich glaube, die ist auch von Amazon. Hat, glaube ich, so um die 40, 50 aber gekostet. Ja. Die war ein bisschen teurer. Und hier haben wir unseren süßen kleinen Telefontisch. Und das ist eine Kunstpflanze. Warum, Steffi? Ja, weil bei uns alle Pflanzen sterben. Wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Pflanzen und sie sind alle abgekratzt, leider. Bis aufs letzte Blatt und verschimmelt. Deswegen haben wir jetzt hier einfach so eine Kunstpflanze. Und ich muss sagen, die macht sich ganz gut, ja, ne? Das finde ich nämlich auch. Ja, und dann haben wir noch hier zur kleinen Deko eine wunderschöne Lichterkette. Die habe ich von zu Hause mitgebracht. Die ist eigentlich eher Weihnachtsdeko, aber... Es ist immer Weihnachten, Leute. Weihnachten feiert man immer. Und hier haben wir eine Wand mit all unseren Freunden. Aber die wollte ich jetzt nicht zeigen. Wir wollten euch ja sagen, dass wir... viele Freunde haben. So, nicht nur wir zwei, sondern, wir haben auch noch. Deswegen müssen wir sie auch aufhängen, weil man sieht, dass wir Freunde haben. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den nächsten Raum, weil mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Da der Flur sehr klein ist, wollten wir das alles relativ schlicht halten. Oder gehen wir auch jetzt gleich mal in die Küche, gell? Dann let's go. Let's go. Oh Mensch, was ein Zufall. Jetzt ist die Kamera auf einmal da. Wie ist das denn? Aber wirklich schnell. So, Leute, jetzt befinden wir uns in unserer kleinen, aber feinen Küche. Leonie stellt mal die Seite vor. Genau. Also Leute, hier haben wir unser Waschbecken. Das ist der Passat. Das ist der Wahnsinn. Nee, Spaß. Also hier haben wir einfach so ein Schneidebrett. Hier kochen wir. Hier haben wir unseren Mixer, wenn wir uns Smoothies machen, so einmal in 3 Monaten. Dann haben wir hier unsere Mikrowelle, die wir sehr oft benutzen und in der man sich auch angucken kann. Und hier oben haben wir dann das stehen, was wir eigentlich jeden Tag zum Frühstück benutzen. Also Datteln und alles Mögliche. Steffi weiß, wie das heißt. Ich weiß nicht, das ist gepufftes irgendwas. Das ist auch gepufftes irgendwas. Und hier haben wir Müsli. Und wenn man das alles zusammen in eine Schale gibt, ist es ein leckeres Frühstück. Hier haben wir dann eben unsere Schränke, die jetzt alles andere als aufgeräumt sind. So viel mehr gibt es auf dieser Seite eigentlich gar nicht zu erzählen. Bis auf, dass wir zum Glück eine Spülmaschine haben. Ja, das ist sehr wichtig, weil wer mag schon abwaschen, oder? Und unsere Waschmaschine. Und das war ein Act, die hier runterzuschieben. Wirklich. Das war... richtig schwer. Da würde ich sagen, die andere Seite der Küche, stellt euch die Person davor. Mensch! Hi. Okay. Willkommen zu dem wichtigsten Utensil in dieser Küche, und zwar der Kaffeemaschine. Die wird sehr geliebt von uns beiden, weil die wird jeden Morgen benutzt. Ja, da kommen wir auch zum Ofen, zum Herd. Da kochen wir. Ganz wichtig, hierbei ist der dreckige Ofen, wo wir unsere Brezen meistens aufbacken. Und wenn ich dreckig sage, dann meine ich auch dreckig. Haben wir hier drüben unsere kleine Gewürzmischung, die wir eigentlich nie benutzen. Und dann gibt es natürlich noch den Kühlschrank. Und ich glaube, der ist kaputt, weil da unten sammelt sich immer ganz viel Wasser. Ich will jetzt gar nicht aufmachen und das weiter erklären, aber ich glaube... der ist kaputt. Ja, will ich auch gar nicht zeigen, glaube ich, weil die Schubladen schauen alle aus wie Sau. Ja, Leute, und jetzt geht's auch schon ins Bad. Oh yes, folgt uns. Kommt schon. Ja,
jetzt ist er schon wieder vor uns. Wie da. Macht er das bloß? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay, komm, wir gehen rein. Ja. So, Leute. Ja. So, jetzt stehen wir in unserem Badezimmer. Das ist sehr groß. Leute, damit ihr dieses riesige Badezimmer ein bisschen besser erkennen könnt, würde ich sagen, tauschen wir jetzt mal Plätze. Ja. Okay, gut. Also das wird jetzt... Okay, ja. Also Leute, dieses Bad ist sehr klein, wie ihr seht. Und es ist ein Problem, wenn man hier mit mehreren Leuten drin ist. Deswegen haben wir was einstudiert, um dieses Problem zu umgehen. Okay. Gut. So kommt man problemlos aneinander vorbei. Also falls ihr auch so ein kleines Bad habt, merkt euch das auch. Ja, Gott, ich lasse es lieber. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt kurz diese monströse Dusche. Mhm. Also viel gibt es hier eigentlich auch nicht zu zeigen. Das ist eine Dusche mit einem Duschvorhang, den man zu und wieder aufmachen kann. Und dann kann man ihn auch wieder zu und wieder aufmachen. Hier haben wir einen Duschkopf, mit dem man sich befeuchten kann, wenn man möchte. Und geputzt ist hier auch. Steffi hat heute geputzt, das Bad. Hier haben wir unsere Wattepads, die benutzen wir immer zum Abschminken. Und auch hier haben wir natürlich wieder eine künstliche Pflanze, um diesen Zähler hier zu verstecken. Ist das nicht schlau? Mhm. Ja, dann lege ich weiter los mit der Toilette. Die kann man auch auf und wieder zu. Dann geht's weiter zum Waschbecken. Ja, da wäscht man sich halt die Hände. Ja, und hier haben wir unseren ganzen Kram so, ich jetzt nicht unbedingt zeigen will, weil es ist sehr privat. Ja, das war's jetzt auch mit dem Bad. Gehen wir weiter ins Ankleidezimmer. Oh ja, okay, gut, es wird wieder eng. So Leute, jetzt stehen wir in unserem pompösen Ankleidezimmer. Wir haben es so gelöst, dass ich quasi mehr Platz vom Ankleidezimmer habe und Steffi dafür das Zimmer mit Balkon. Bei dem Zimmer muss man sagen, haben wir uns jetzt nicht so viel Mühe gegeben, was die Inneneinrichtung angeht. Ich habe hier meinen Kleiderschrank mit einem Spiegel. Ha! Gotcha! Oh mein Gott! Hier haben wir am Anfang so ein paar Regale, wo unsere Schuhe drin stehen. Meine sehr bunten Schuhe. Und hier ist der Kleiderschrank und hier hinten ist die böse Ecke, die wahrscheinlich jeder in seiner Wohnung hat. Und dann vielleicht noch zu dem Schminktisch. Hier habe ich meinen Spiegel, meine ganzen Pinsel. Hier unten ist mein ganzes Schminkzeug. Ist irgendwie ganz schön viel, aber so richtig eine Ordnung hat es jetzt auch nicht. Und hier mache ich mich dann immer fertig und genau. Ich mache gleich mal weiter mit unserer Kleiderstange. Kennt ihr schon aus einigen Videos. Hier sind noch ein paar Klamotten von uns. Mein Bereich ist Leos Bereich. Und dann kommen wir zu meiner Kommode, die hier diesen Platz hier in diesem Zimmer gefunden hat. Weiß ich gar nicht, ob ihr sehen wollt, weil die ist ziemlich ordentlich. Wie man sieht, ich habe meine Schubladen komplett unter Kontrolle. Und das war's auch, was für mich hier eigentlich steht. Da unten steht auch noch ein bisschen Schuhkrams. Das Zimmer ist jetzt nicht unser Vorzeigezimmer. Das sind ja meine Hausschuhe im Winter. Die sind ziemlich flauschig. Und wenn ihr die anhabt, dann habt ihr einfach alles unter Kontrolle. Das kann ich euch sagen. Und wir haben beide so einen süßen Wäschekorb. Da steht drauf. Was steht da drauf? Weiß ich nicht, ich hab's noch nie gelesen. Deluxe Laundry Service. Und hier oben ist dann auch unser Kronleuchter. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft. Ich sage ja, dieses Zimmer ist nicht sehr vorzeigefähig. Ja. Aber was euch vielleicht noch interessiert, die Kleiderstange ist von Ikea. Die Bügel sind auch von Ikea. Das sind die billigsten und die hässlichsten, die es gibt. Und das hier ist... Oh, wo war das nochmal her? Das ist auf jeden Fall irgend so eine billig... Ich glaube so... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich werde es nochmal nachschauen und in die Beschreibung packen. Und die hier sind von Amazon. Und woher ist die Kommode, Steffi? Auch von Ikea. All Ikea, ja. Everything. Billig und gut. So, und weiter geht's dann in mein Zimmer. Komm her, komm! Das ist mein Reich. Wir fangen an mit meinem Schminktisch. Der ist ziemlich billig gewesen. Den habe ich von Amazon. Er ist auch selber gelegt. Also, da muss man wirklich aufpassen. Dieser Stuhl zerbricht irgendwann auch. Den habe ich auch von Amazon. Ich glaube, ich habe mich da lieber nicht mehr drauf. Der ist nur noch zur Deko da. Das ist so eine kleine Fotowand von mir. Die wächst und wächst. Und ganz viele Fotos von meinen Freunden und so weiter. Und, ja. Du hast keine Freunde. Da, doch. Das Bild gehört Freund von mir, aber jetzt bei mir vergessen. Deswegen gehört es jetzt mir. Das hat er auf der Straße gefunden. Ich bin ziemlich cool. Dann, ach ja genau, die Holzkisten. Die habe ich auch von Amazon. Super stylisch aus. Die hat Leo auch nachgekauft, wollte ich nur sagen. Dann habe ich hier mein schönes Ikea-Bett, das sehr, sehr quietscht. Was denn? Du bist so Rechner. Also zum Beispiel, wenn man berauscht. Ja, okay, das war nicht. Was ich sagen muss, was ich sehr schön finde an meinem Zimmer, ist mein Mückennetz bzw. mein Betthimmel. Und da macht das Zimmer größer. Und das hier ist mein Sternhimmel. Manchmal liege ich einfach nur auf meinem Bett und gucke.
guck mir die Sterne an. Guck mal da, eine Sternschuppe. Eine Sternschuppe. Oh nein, da, nein. Darf sie was wünschen? Dann geht weiter zu meinem Nachtkästchen, was auch so eine Holzkiste ist. Eine Lampe, die habe ich keine Ahnung, wo ich die habe. Und mein Spiegel, den habe ich auch von Amazon. Also Leute, Amazon hat alles. Den Teppich, den habe ich auch von Amazon mir liefern lassen. Und den mag ich auch sehr gerne. Die Vorhänge sind von Ikea. Hier sind meine Pflanzen, mein Schnittlauch und mein Basilikum, die noch leben, so halb. Hier ist dann auch mein Schreibtisch und der ist auch von Ikea. Außer die Lampe, die habe ich auch von irgendeiner Lampenfirma, aber ich kann euch nicht mehr sagen, wie die heißt. Dann kommen wir auch zu meinem Schmuckstück in meinem Zimmer. Und zwar zu meiner Kleiderstange. Die habe ich tatsächlich von zu Hause mitgebracht, aus unserem Garten. Da habe ich das Stück von einem Baum abgesägt und habe den schön geputzt, dann hier in diesen zwei Seilen aufgehangen. Oh mein Gott. Warte, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Aber das ist besser. Kein Ding, lass sie rein. Da. Sie will rein. Sie will unbedingt rein. Lebe, lass sie draußen. Sie ist weg. Ich gehe wieder raus. Ciao. Okay, ciao. Ja, machen wir weiter bei meiner Kleiderstange. Wie gesagt, super praktisch. Hat perfekte Dicke für die Kleiderbügel, die auch von Ikea sind. Es hält bombastisch und ich liebe sie und ich finde, sie sieht super stylisch aus. Dann können wir raus. Da kommt Leo schon wieder. Die Wespe ist wieder da. Tut mir leid, aber sie ist wieder da. Du kannst gleich die Kamera mitnehmen. Gehen jetzt auf unseren Balkon. Balkon. Haltet euch fest, das ist sehr luxuriös. So sitzen wir dann und unterhalten uns oder halten Händchen. Schauen uns tief in die Augen. Also hier waren mal Pflanzen. Lebendige Pflanzen waren da mal. Jetzt ist da nur noch gestrüppt. Ja, ganz ehrlich, ey, dieser Balkon, da könnte man so viel mehr draus machen. Kann jemand kommen und das machen? Wir bezahlen euch mit Center Shocks. Genau, die Dinger hier sind auch von Ikea. Den hat Steffi geschrottet. Das war ich. Weil ich von dicken Arsch hab. Komisch, dass ich nicht geschrottet habe. So Leute, und jetzt kommen wir zum letzten Zimmer und das ist meins. Also folgt mir unauffällig. So Leute, jetzt stehen wir hier in meinem Zimmer. Mein Zimmer besteht zu einem großen Teil aus Bett, aber es gibt auch noch ein paar andere interessante Sachen. Und zwar ist hier mein Schreibtisch mit einer Weltkarte, damit ich auch immer schauen kann, wo ich lebe. Und hier ist meine Schreibtischlampe. Da haben schon mal ein paar Leute nachgefragt. Die ist von made.com. Ja, ich fand das ganz cool mit dieser großen Glühbirne. Die Landkarte hier gibt es bei Amazon. Hier habe ich meinen Schreibtisch mit einem Mühlespiel, weil ich sehr viel Mühle spiele. Hier geht es dann weiter mit meinem Regal. Wie Steffi schon meinte, habe ich ihr das mit den Obstkisten nachgemacht. Die Lampe hier ist von Ikea. Genau, und hier habe ich dann so meine Bücher und meinen Fernseher, der auf jeden Fall viel zu hoch hängt. Also da bekommt man auf jeden Fall eine Nackenstarre, wenn man im Bett sitzt und guckt. Hier ist mein Bett. Mein Bett ist sehr bequem und mein Bett ist sehr groß. Und da hinten habe ich Lichterketten. Und wenn man hier drauf liegt, Steffi. Also hier ist auf jeden Fall für zwei Leute genug Platz. Da hinten habe ich so eine kleine freche Leselampe. Die habe ich von Amazon bestellt. Und dann geht's hier weiter mit meinem Tisch. Den habe ich von Moin Frieda. Das ist so ein Laden in Hamburg. Mit meiner Pflanze, die gerade alle ihre Blätter verliert und sie stirbt. Aber das ist ja nichts Neues. Alles, was hier draufsteht, habe ich auch alles von Ikea. Dann habe ich hier so diese zwei Laternen. Die habe ich auch bei Amazon bestellt. Hier habe ich nochmal so ein paar Kakteen. Die habe ich mit Steffen zusammen in Paris gesehen. Weil Steffi und ich waren ja schon zusammen in Paris und hatten einen romantischen Urlaub. Ja, der Kaktus stirbt auch. Oh Mann. Und dann habe ich auch hier meinen Sessel, wo ich viel zu selten drauf sitze. Und dann habe ich hier noch einen Spiegel. Der Spiegel macht das Zimmer auf jeden Fall größer. Die Lampe hier, die ist von Klaas Olsson und die macht ein ganz schönes Licht. Steffi und ich haben beide den gleichen Stuhl. Die haben wir auch in der Küche. Die gibt es auch bei Amazon. Eigentlich sind die ja relativ teuer. Aber da gab es 4 Stück für 100 Euro. Also ein richtiger Schnapper. Mehr gibt es, glaube ich, auch nicht zu sagen. Okay. Also Leute, dieses Bett quietscht nicht. Und das ist übrigens von Höfner. Und es war im Angebot. Und vielleicht gibt es das ja immer noch. Das ist so bequem. Das ist so bequem. Man kann sich richtig ausnehmen. Man kann so liegen oder wie man will. Ja, Leute, das war's doch mit unserer Roomtour. Wir hoffen natürlich, euch hat sie gefallen. Und wir haben euch alles ganz ausführlich gezeigt, damit auch keine Fragen offen bleiben. Sogar wie man die Dusche benutzt. Und wie man den Klodeckel öffnet, weil einige wissen es vielleicht nicht. Ja. Und da muss man das auf jeden Fall mal sagen. Wir schauen mal, ob wir irgendwie ein paar Links finden zu manchen Sachen, die wir euch vielleicht in die Infobox packen. Und ansonsten müsst ihr uns einfach fragen, weil so ganz genau wissen wir es irgendwie auch nicht mehr. Genau, und ansonsten abonnieren nicht vergessen und die Klingel drücken, damit ihr mal Bescheid wisst, wann ein Video von uns online kommt. Und folgt uns auf Instagram. Genau, da sind wir Leon Stuff in einem Rutsch. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns Donnerstag. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.